Willkommen, Freunde der gepflegten FIFA-Unterhaltung. Wir sind zurück bei einer weiteren Ausgabe des TSG eFan Cup. Heute, ja, da sind Marco und Jonas dabei. Unsere beiden Finalisten werden wir euch gleich nochmal etwas genauer vorstellen. Und ja, beim letzten Mal des TSG eFan Cups, ja, da hat der Jonas tatsächlich auch gewonnen. Also das war natürlich schon eine kleine Sensation, dass er sich hier direkt wieder qualifiziert hat. FIFA 20 ist rausgekommen und mittlerweile gibt es tatsächlich das Wohnzimmer der TSG Hoffenheim auch in FIFA 20. Das heißt, heute so eine kleine Premiere. Wir werden das Stadion zum ersten Mal eben in-game sehen können. Und darauf freuen wir uns natürlich alle sehr. Wir hatten ein bisschen Zeit zum Üben. Das letzte Heimspiel, ja, da gab es kein TSG eFan Cup. Aber ja, wir freuen uns natürlich alle sehr, wenn es dann jetzt gleich losgeht. Am Freitag, da war die Qualifikation und dort konnte man sich eben online in Kooperation mit NGL für das ganze Turnier hier qualifizieren. Und wenn ihr da weitere Informationen möchtet, dann könnt ihr natürlich gerne auf 1899.de dafür vorbeischauen. Und ja, unsere beiden Spieler, die bereiten sich gerade schon taktisch vor. Also wir haben natürlich heute das Heimspiel gegen den FC Schalke 04. Das heißt, die beiden werden mit den gleichen Aufstellungen wie die beiden Mannschaften auch später um 18 Uhr dann im Real Life antreten werden, heute gegeneinander spielen. Und beide sind auch schon fleißig hier beim Einstellen. Und ja, bevor wir allerdings jetzt reingehen, schauen wir nochmal auf die Highlights vom letzten Mal. Und da habe ich schon erwähnt, der Jonas konnte sich letztes Mal durchsetzen. Und da schauen wir einfach mal rein, wie er das gemacht hat. Ja, und zwar war es das letzte Mal ein Hype-Spiel gegen den SC Freiburg. Und hier sehen wir auch das frühe 1:0 durch Nils Petersen. Unten links haben wir den Jonas. Und dann haben wir hier den Ausgleich, das Hinspiel am Ende 1:1. Ishak Belfodil hier noch der Torschütze. Der wird ja heute nicht dabei sein, da er verletzungsbedingt passen muss. Dann gehen wir ins Rückspiel. Gespielt wird natürlich Hin- und Rückspiel für alle, die neu mit dabei sind. Und da, ja, wurden direkt mal Zeichen gesetzt. Freiburg früh 2:0 vorn in Form eben von Jonas. Und er konnte dann auch weiter erhöhen. Höhler legt quer auf Franz und das 3:0. Ja, also klare Angelegenheit hier im Rückspiel. Man muss dazu sagen, es war tatsächlich nicht seine Heimkonsole. Jonas spielt normalerweise auf der Xbox und auf der PS4 konnte er dann hier so auftrumpfen. Das ist nicht üblich. Hier nochmal ein etwas übles Foul. Hätte nicht sein müssen von unserem damaligen Gast aus Berlin. Ist der extra angereist und dementsprechend dann hier der nächste Treffer am Ende dann also 4:0 und somit, ja, hatte sich Jonas qualifiziert, hat er sich natürlich den Titel geholt hier in der Pre-Zero Arena in Sinsheim. Also das waren wirklich zwei sehr, sehr hochklassige Spiele und ja, wir freuen uns jetzt natürlich gleich reinzugehen in das Spiel der beiden. Wie gesagt, sie sind immer noch gerade am Feinjustieren. Da werden nochmal die Formationen abgeändert. Können wir auch gerne vielleicht nochmal reinschauen. Und hier nochmal ein kurzer Blick auf unser wunderschönes TSG Fan E-Cup Studio hier aus der Arena. Ja, die beiden lassen sich heute wirklich Zeit. Ich kann zum Personal schon mal sagen, dass die TSG heute tatsächlich mit Kramaric im Einsatz sein wird. Und ja, hier haben wir nochmal die beiden im Überblick. Jonas gegen Marco. Marco kommt aus Bensheim, also einer aus der Region. Und jetzt geht's also gleich los. Hier nochmal ein paar Key Facts zu Jonas. Er stammt aus Donauwörth. Wie ich schon gesagt habe, spielt er auf der Xbox normalerweise. Und in der Quali hat er sich wieder souverän durchsetzen können mit 15:3 Toren. Kurz noch was zu Marco. Er ist 18 Jahre alt und seine Konsole ist die PlayStation. Es geht los mit der Partie. Hoffenheim von links nach rechts.
Und wir schauen auf den FC Schalke 04. Burgstaller direkt mal mit der Möglichkeit. Und ja, da ist direkt die Top-Chance und das 1:0 für Jonas. Burgstaller hat es erzielt. Das ist mal ein Start nach Maß. Schauen wir auf die Entstehung. Guido Burgstaller wird hier gute Szene gesetzt. Und Baumann hat dann keine Chance. So. Spielt den Ball in die Mitte. Damian. Wie sieht jetzt die Antwort von Marco aus? Das ist natürlich ein Nackenschlag hier, so früh in der Partie. Hinten zu liegen, Burgstaller. Und schon wieder Jonas im Angriff. Der macht genau dort weiter, wo er aufgehört hat. Jetzt allerdings erstmal Freistoß. Die Chance für Marco, wieder ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Wir sehen ihn unten rechts in der Facecam. Natürlich beide absolut im Tunnel gerade. Akpo Guma rückt als Innenverteidiger ein bisschen raus. Damian auf die rechte Seite. Sko lässt sich den Ball abluchsen. Otschipka ist da. Nübel verzögert ein bisschen, dann hoher Ball. In FIFA 20 speziell Flankenbälle, ja, extrem abgeschwächt und auch Kopfbälle, das heißt vielleicht die hohen Bälle überlassen, eher auf Kombinationsspiel setzen. Aber man merkt schon, Marco sucht jetzt mal den Ballbesitz. Finde Kramaric, Damian mit dem Übersteigerversuch. Kann sich da physisch behaupten, Geiger steckt durch, Kramaric. Und da gibt es die Grätsche und das ist der Elfmeter. Salif Sané, der Übeltäter. Klare Sache und jetzt, ja, wir haben eine neue Elfmeter-Technik in FIFA 20. Da kann sich Marco jetzt ausprobieren und womöglich zum Ausgleich kommen. Sko ist es und er verschießt. Der dänische Nationalspieler am Kasten vorbei mit seinem starken linken Fuß. Also, das ist doch mal ein Auftakt nach Maß hier. Viele Highlights in diesem ersten Spiel. Serda. Serda auf der linken Seite. Sehr, sehr muntere erste 15 Minuten. Vielleicht die direkte Antwort schon wieder. Mascarell, jetzt geht es um den Strafraum herum, in den Strafraum hinein und es gibt schon wieder Strafstoß. Und da müssen sie beide ein bisschen schmunzeln. Was für ein Auftakt. Ist das vielleicht ein bisschen die Nervosität? Muss er da unbedingt in die... Ja, es war nicht mal eine Grätsche tatsächlich. Also, puh, da kann man drüber diskutieren, ob das wirklich ein Strafstoß war. Die Möglichkeit, jetzt für Jonas auf 2:0 zu erhöhen. Durch Daniel Caligiuri und schon wieder gehalten. Was ist denn hier los? Eckball getreten. Schalke wieder im Ballbesitz. Amina Rietz. Er wurde ja zum Player of the Month gekürt. 86er-Karte im Ultimate-Team-Modus bekommen. Sehr zu empfehlen von meiner Seite. Wir schauen auf Marco, der kommt mit Geiger. Da haben wir ja gut gespielt, Sko. Sko immer noch am Ball und Sko vergibt. Knappe 20 Minuten sind jetzt durch. Nübel. Nochmal kurz zur Erklärung. Wir spielen hier im 85er-Modus. Das heißt, alle Spieler haben dieselbe Spielstärke, deswegen gibt es keine Benachteiligungen. Wie es ja auch in der virtuellen Bundesliga der Fall ist. Kader Žabek. Immer wieder Geiger im Ballbesitz. Also ich finde, Marco macht das wirklich kombinationsmäßig. Bisher im letzten Drittel sehr, sehr ordentlich. Aber das ist natürlich sehr, sehr kurios. Dass er hier zwei Elfmeter einfach vergeben wurden in dieser Frühphase der Begegnung. Weiterhin 1:0 für Jonas. Armin Harit. Gutes Auge. Matondo, der natürlich sehr, sehr dribbelstark ist. Ah, Schussente!
hat er dann nochmal gesetzt mit Guido Burgstaller. Gute Chance. Nächster Eckstoß. Sehr, sehr abgeschwächt in FIFA 20. Da braucht man wirklich gute Taktiken, um da den Eckball zum Erfolg zu bringen. Grilic, der linken Seite. Caligiuri ist Zweikampfsieger. Jonjo Kenny. Also Jonas kommt jetzt in den letzten Minuten wieder deutlich besser rein. Vorhin etwas geschwommen. Hat auch wieder mehr Ballbesitz. Caligiuri schön weitergesteckt. Burgstaller, er legt sich da so ein bisschen den Ball zurück. Möchte da den Raum öffnen. Jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit. Kramaric. Ja, wenn er da den Ball in die Gasse bekommt, das ist richtig. Das ist Adamian. Aber dann sehr guter Zweikampf von Benjamin Stambouli. Krilic. Ja, schön durchgesteckt. Kramaric. Und dann war es einer zu viel. Serda. Jonjo Kenny. 10 Minuten circa noch bis zur Halbzeit. Es gibt ja Hin- und Rückspiel auf beiden Konsolen, Cross-Console, wie man es auch von den größeren E-Sports-Events kennt. Kramaric, Sko und Stambouli ist wieder dazwischen. Der hat eine sehr, sehr gute Zweikampfquote. Ich finde den Verteidigungsstil von Jonas auch sehr, sehr mutig. Der rückt da immer wieder raus, aber wird dafür belohnt. Natürlich aufpassen, dass sich das nicht mal rächt. Sagis Adamian, Doppeltorschütze gegen den FC Bayern. Tolle Geschichte natürlich für unsere TSG. Wurde nicht mit einer Informkarte belohnt, sondern Grilic im Ultimate-Team-Modus. Also den unbedingt mal abchecken, falls ihr FIFA-Ultimate-Team-Spieler seid. Ja, und jetzt plätschert es so die letzten Minuten etwas dahin. Jetzt kommt nochmal Schalke, Mascarell, Burgstaller. Nächste Chance vom österreichischen Stürmer. Und wieder das gewohnte Bild. Die Ecke landet auf dem Kopf eines Hoffenheimers. Adamian legt zurück. Geiger. Oh, wichtiger Zweikampf. Den Geiger da verliert. Und nochmal Burgstaller. Also der hat jetzt wirklich hier schon einige auf dem Fuß gehabt. Und ähnlich wie im echten Leben vergibt er momentan viel zu viel. Und das war's dann mit Halbzeit Nummer 1. Es steht 1:0. Wir haben eine sehr, sehr kuriose Partie in den Anfangsminuten gesehen. 2 Elfmeter wurden tatsächlich verschossen. Und ja, Jonas kam gegen Ende wieder besser rein. Marco hatte zwischenzeitlich auch eine sehr, sehr gute Phase, muss man sagen. Also hat sich wirklich auch ins Zeug geworfen und ja, ich bin der Meinung, dass wir auf jeden Fall hier noch ein sehr offenes Spiel haben werden. Definitiv. Die beiden werden jetzt auch noch mal ein bisschen rumrotieren. Sprechen sich natürlich da auch noch mal ab, was sie jetzt taktisch besser machen können. Aber ansonsten war das ein sehr, sehr offenes Spiel. Ich glaube auch sehr, sehr gut anzusehen. Definitiv. Ja, wir sind mal gespannt, was jetzt passieren wird. Vielleicht bringt man auch noch mal den einen oder anderen Spieler rein. Schalke hat natürlich Alternativen. Die TSG hat sehr gute Alternativen. Und ja, wir gehen jetzt rein in den zweiten Durchgang. Und freuen uns jetzt auf die zweiten 45 Minuten. Da sind wir also wieder. Jonas jetzt von links nach rechts. Adamian. Let's go. Und da ist wieder Adamian. Da wäre fast die Antwort gewesen von Marco. Ah, Matondo. Das war ein bisschen überheblich. Er holte den Trickpass raus. Einwurf. Sind wir natürlich gespannt, wann Marco dann den Druck erhöhen wird. Kommen wir erstmal wieder auf Burgstaller.
Mascarell, der Alter passt zurück in die Vierer-Abwehrkette. Gotuchu, der ist reingekommen. Der junge Stürmer der Knappen. Und jetzt der Eckstoß. Matondo kurz auf Armin Harit. Armin Harit, ja, da hinten stand Salif Sané. Der ist natürlich berüchtigt für seine starken Kopfbälle. Sko. Ah, gute Idee im Ansatz. Aber den kann er nicht ereilen. Und so keine Möglichkeit, da eine Torchance draus zu kreieren. Matondo. Links durch auf Otschipka. Ja, Möglichkeit für Jonas jetzt vielleicht mal den Ball reinzubringen. Und ganz knapp abseits. Gerda Žabek. Ja, sieht man. Die Abwehr, die steht sehr, sehr eng. Da müsste vielleicht mal was über die Außen kommen. Kamaric bekommt die Kugel nicht. Gutucu. Oh, da hat er sich verspekuliert im Zweikampf. Akpoguma sah da ganz alt aus. Gegen Armin Harit. Der ist jetzt im Strafraum. Armin Harit nochmal zurück. Und auf der Linie klärt Gerda Žabek. Riesenmöglichkeit, hier zu erhöhen auf 2:0. Aber das darfst du natürlich in der Szene so nicht verteidigen. Muss eine Warnung sein. Burgstaller. Serda. Ja, sieht sehr gut aus. Aber diesmal passt das Timing im Zweikampf und die Kontermöglichkeit. Aber die Sechser von Schalke, die arbeiten gut mit nach hinten. Mascarell vorbildlich abgefangen. Nächster Angriff. S04. Über Rabbi Matondo. Ido Burgstaller mit der Hacke abgelegt. Also Marco konzentriert sich momentan nur aufs Konterspiel. Das Spiel macht eindeutig Jonas, aber Konterspielen kann auch sehr, sehr effektiv sein, wie wir es aus dem Fußball kennen. Serdar hier raus auf Kenny. Und Harit. Gutucu. Daphilidis hat sich da nochmal reingeworfen. Also 20 Minuten sind es jetzt noch. Jonas macht den besseren Eindruck. Jonas mit der nächsten Chance. Baumann ist da. Nicht platziert genug. Wir sehen es ja auch. Die Torschussstatistik zweier Spieler, die spricht Bände. 5:1 zwischen Guido Burgstaller und Skov. Aber jetzt vielleicht die Möglichkeit mit Adamian. Mascarell mit einer der besten Akteure hier auf dem virtuellen Feld. Sehr, sehr gute Zweikampfquote. Muss man einfach sagen, dass Jonas auch sehr, sehr gut antizipiert bei seinem Verteidigungsspiel. Verteidigung in FIFA 20. Ja, nochmal ein Stück anspruchsvoller geworden. Damit gewinnt man jetzt also seine Spiele. Aber auch hier gut getimed von Marco. Ah, das ist super gespielt. Mascarell, gerade eben habe ich ihn angesprochen. Zu ungenau. Armin Harit kann am Ball bleiben. Serda Mascarell. Und der Ball ist drin. Und das ist das 2:0 für Jonas. Omar Mascarell. Ich würde ihn tatsächlich als Man of the Match betiteln. Und wir sehen natürlich immer wieder im Hintergrund die FreeZero Arena in FIFA 20 mit dabei. Endlich, muss man ja sagen. Und hier nochmal der Treffer von Omar Mascarell zum 2:0. Und es wird jetzt noch ein bisschen rotiert, taktisch nochmal was ausprobiert, klar. Also aus Sicht von Marco muss man natürlich offensiv jetzt was machen. Klar, wir haben auch noch ein Rückspiel. Aber so ein 2:0 ist natürlich schon mal eine Hausmarke. Und da muss man natürlich jetzt nochmal reagieren. Schauen wir hier nochmal ein bisschen aufs Personal. Da haben wir zum Beispiel auf der Bank unter anderem Alessandro Schöpf. Bei Jonas, der auch noch defensiv eigentlich
gut was mitbringt, hat auch lange Rechtsverteidiger gespielt. Und bei Hoffenheim kommt Baumgartner unter anderem. Unser Youngster jetzt also auf dem Feld. Und auch Jürgen Lokadia, Stoßstürmer, der soll es jetzt also hier nochmal in den letzten 10 Minuten richten. Wenigstens hier einen Treffer zu erzielen. Auswärtstorregel gibt es nicht bei diesem Finale. Staphylidis, Lokadia und Kramaric. Da. Hoffenheim. Gespielt von Marco, bekommt hier jetzt nochmal die Möglichkeit per Standard. An den kurzen Pfosten getreten, das gibt's ja nicht. Und wer hat's gemacht? Jürgen Lokadia. Das nenne ich mal einen Riecher für die Wechsel. Voll tätowiert, auch in FIFA 20, gehört dazu. Und er macht hier das 1:2 und so haben wir eine sehr, sehr spannende Ausgangslage, wenn es dabei bleiben sollte. Aber wir haben ja noch 5 Minuten auf der Uhr, von daher konzentrieren wir uns aufs Spiel. Linke Seite. Kann Jonas hier antworten? Otschipka. Und Alessandro Schöpf fliegt in die Mitte. Mascarell! Doppeltorschütze. Was ist denn mit dem heute los? Ausgelassener Jubel. Und das ist jetzt natürlich bitter. Hier in der Schlussphase aus Sicht von Marco nochmal den Gegentreffer zu kassieren, nachdem du dich hier nochmal zurückgekämpft hast. Und dann ist es hier der Schuss mit links. Baumann. Ja, sieht nicht gut aus. Da kann er nicht mehr reagieren. Und so steht es jetzt also 3:1. Viele Torszenen in dieser ersten Begegnung, das wollen wir natürlich sehen. Und Lokadia probiert es jetzt hier nochmal gegen alle aufzunehmen. Brennt sich fest. Die letzten Sekunden laufen. Baumgartner. Nicht präzise genug. Nochmal Konter für Königsblau. Ja, gut gespielt. Vielleicht positioniert sich Lokadia in der Mitte. Lokadia! Mit allem, was er hat, wollte er sich da nochmal reinschmeißen. Und das dürfte es dann gewesen sein. Das erste Spiel geht an unseren Titelverteidiger, geht an Jonas. Bereits beim letzten Cup, da konnte er den Titel holen und jetzt führte er auch schon im Hinspiel mit 3:1. Aber wir gehen natürlich gleich ins Rückspiel. Bevor wir das allerdings machen, wir haben vorhin ein kurzes Interview mit den beiden aufgenommen und da möchten wir natürlich sehr, sehr gerne reinschauen. Wir sind bei der 4. Ausgabe des TSG E-Fan Cup und heute haben wir natürlich wieder 2 Finalisten auf meiner rechten Seite. Das ist der Jonas, den kennen wir schon vom letzten Mal. Jonas, warum bist du heute hier und warum hast du dich direkt hier wieder qualifiziert? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, also das letzte Mal hat mir echt Spaß gemacht hier, auch gegen meinen Konkurrenten zu spielen und im Stadion war schön und dann dachte ich, ich probiere es nochmal und hat wieder geklappt. Ja, sensationell. Dann haben wir einen Newcomer hier. Die Qualifikation, wie war die für dich, Marco? Die Qualifikation war sehr schwer, waren auch viele andere E-Sportler mit dabei, auch viele enge Ergebnisse, aber im Endeffekt hat es dann doch am Ende gereicht. Und wie sind so die ersten Eindrücke hier in unserem E-Sports-Studio? Macht einen guten Eindruck, zwar ein bisschen klein, aber an sich alles sehr organisiert. Macht Spaß auf jeden Fall hierher zu kommen. Wenn man da rausschaut, das ist ja schon eine unglaubliche Kulisse, oder? Genau, also ist halt ein geiler Blick von ganz oben auf das Stadion runterzuschauen. Wir freuen uns gleich, wenn es losgeht, hier im Stream unter anderem natürlich auch auf YouTube, auf dem Kanal von 1899 Hoffenheim und wir freuen uns auf 2 enge Spiele. So, da sind wir wieder zurück. Ich bin wieder am Start und ja, das war ein sehr, sehr intensives erstes Spiel. Wenn wir uns an die beiden Elfmeter erinnern, das war schon, ui, also das war ein Auftakt, wie wir uns ihn natürlich uns gewünscht haben. Danach haben wir schöne Tore gesehen und ja, wir hoffen natürlich auf ein sehr spannendes Rückspiel. Ich muss dazu sagen, wir sind ja hier unter dem Dach der PreZero Arena, in so einem kleinen Kasten, kann man es mal sagen. Und da haben wir unser E-Sport-Studio also hier schön eingerichtet und es ist wirklich sehr, sehr warm. An dieser Stelle muss man das wirklich sagen. Ja, die beiden Jungs, die schütteln da natürlich auch die Köpfe. Ja, hier wird natürlich ordentlich geschwitzt und das wird sich jetzt im Rückspiel auch nicht ändern.
Die beiden sind jetzt gerade schon wieder dabei, ihre Aufstellungen festzulegen. Ich habe es vorhin bereits gesagt. Ja, die Aufstellungen sind angepasst an die Teams, wie wir sie gleich auch im echten Leben sehen werden. 18 Uhr spielt die TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Schalke 04. Das wird sicherlich auch ein Leckerbissen, ebenso wie unsere Spiele hier heute. Und ja, Taktik, ganz, ganz wichtig in FIFA 20. Das nimmt das natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich hoffe, ihr könnt euch das nachempfinden. So, und wir haben natürlich hier auch nochmal den Aufruf an euch, liebe Leute. Es gibt natürlich weitere TSG-Fan-E-Cups, ist doch logisch. Die Qualifikation für den nächsten, die findet am 15.11. statt. Und dort geht es um das Spiel gegen Mainz 05. Ihr könnt natürlich auch wieder teilnehmen, egal ob Xbox oder PS4. Und das Finale, das findet dann am 24.11. statt. Und dort auch wieder ein 18-Uhr-Spiel, wie heute gegen den S04. Das heißt, ab 17 Uhr beginnt dann hier wieder der Livestream. Und wenn ihr da teilnehmen möchtet, dann findet ihr da auf jeden Fall alle Informationen auf 1899.de. Und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch durchsetzen würdet und uns mal hier besuchen kommt in unserem wunderschönen TSG eSports Studio in der Pre-Zero Arena. Und ihr könnt natürlich dann auch mit live das Spiel verfolgen anschließend. Und ja, ist auf jeden Fall ein super Highlight. Und die Jungs, ja, haben auch schon bisher einen sehr, sehr schönen Tag gehabt. Es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Und wir sehen, mittlerweile ist Marco fertig mit seiner Aufstellung. Jonas trifft noch die letzten Änderungen. Und ist jetzt dann auch langsam fertig. Und wir können dann also reingehen in das nächste Spiel. Wer wird jetzt der Topspieler sein? Das ist jetzt vielleicht auch die Frage. Omar Mascarell hat wirklich überragend gespielt im ersten Game. Zwei Tore einfach erzielt als defensiver Mittelfeldspieler. Hier nochmal ein wunderschöner Blick auf unser Stadion. Da laufen die beiden Teams heraus. Torio darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann sind wir mal gespannt, ob Jonas hier tatsächlich seinen Titel verteidigen kann. Das wäre ja natürlich ein Ding. Wir haben es vorhin angesprochen, die Qualifikation bei ihm sehr souverän. Und auch Marco hat sehr gute Quali-Spiele gemacht. Und dann gehen wir rein in die nächste Begegnung. Das Rückspiel zwischen Jonas und Marco. Jetzt also Jonas in den Trikots von 1899 Hoffenheim von links nach rechts. Und Marco, also jetzt Schalke. Oh, Jonas probiert jetzt direkt mal über die linke Seite mit André Kramaric. Porsche weiter aufgerückt, Sadamian. Und direkt hier das gefährliche Strafraumspiel. Das frühe Tor wird allerdings erstmal verhindert. Kontermöglichkeit über Matondo, den walisischen Youngster. Jonas kann klären. Sage Sadamian. Die 2-Tore-Führung insgesamt, die tut natürlich gut. 3:1. Das Hinspiel für die Leute, die jetzt erst einschalten. Für Jonas, den wir oben in der Facecam sehen. Kader Zabek gegen Matondo. Und der rennt dann einfach nicht mehr hinterher. Aber Otschipka bügelt das Gott sei Dank aus. Also, aber vielleicht muss er da mit Matondo eigentlich den Weg mit zurück machen. Die Chance für Marco mit Jonjo Kenny. Aber etwas zu unkonzentriert. Also es ist nicht so ein Feuerwerkstart, wie wir ihn vorhin vielleicht erlebt haben. Bieber sieht gerade eher auf Taktik. Adamian. Und das ist Geiger. Sargis Adamian. Kramaric, gut gespielt. Geiger. Let's go.
Oh, das ist super. Geiger wieder im Strafraum. Die legen sich den Ball förmlich zurecht. Akboguma ganz, ganz weit aufgerückt. Also mutig spielt der Jonas hier auch weiter nach vorne. Trotz dieser Zwei-Tore-Führung. Akboguma, was macht der denn da vorne? Der legt rüber. Kramaric! Über den Kasten. 17. Spielminute. Erste gute Möglichkeit im Rückspiel. Kenny. Ja, Jonas läuft immer wieder gut und aggressiv vorne drauf. Und das macht es Marco eben echt schwierig, dort durchzukommen. Jetzt vielleicht mal Burgstaller. Haben wir vorhin auch schon öfters gesehen. Auf der anderen Seite. Guido Burgstaller scheitert an Olli Baumann. Schöpf. Ja, Hamin Harit. Und nochmal Harit. Der macht's spannend. Aber das ist ein bisschen zu viel. Matondo, immer noch Hamin Harit. Der kriegt den Ball nicht rum. Und jetzt wird erstmal wieder geklärt. Aber Marco bleibt dran. Holt sich die Kugel wieder. Gut gespielt. Burgstaller. Und der ist erstmal sicher in den Händen von Olli Baumann. Salih Sané gut hochgestiegen. Also Marco beißt sich hier rein. Oh, das gibt schon wieder einen Strafstoß. Es ist der TSG Fernicup, der Elfmeter. Der dritte an der Zahl. Keiner konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt verwandelt werden. Caligiuri probiert es erneut. Oder wird vielleicht sogar gewechselt? Nein, Caligiuri tritt an und schon wieder nicht drin. Da kann man ja verzweifeln. Drei Elfer in Hin- und Rückspiel zusammengerechnet. Dreimal entweder Nübel oder Baumann Sieger. Bin gespannt, ob wir das im späteren Spiel auf dem echten Rasen auch sehen werden. Linke Seite Oczipka jetzt. Vielleicht die Möglichkeit mal zu flanken, auch wenn das nicht ganz so overpowered ist in diesem Jahr in FIFA 20. Und es gibt Freistoß. Das war natürlich die Riesenmöglichkeit für Marco hier zurückzukommen. Und die Mitte war am Ende leider nicht Gold. Mascarell will in den Zweikampf, aber gut gespielt. Kramaric wird gehandelt. Rudi, gut gemacht. Geiger, ah, schöne Bewegung. Muss aber abbrechen, weil es gut verteidigt ist. Jetzt der Abschluss. Außer Distanz mit dem schwachen Fuß. Rudi. Schöne Idee. Score, der schmeißt sich rein. Der landet in der Mitte. Und wie, was für ein Tor von Jonas. Andrej Kramaric bei seinem Comeback sozusagen. Mit einem strammen linken Schuss. Aber was für ein schönes Tor. Fackelt er überhaupt nicht lange. Und vollendet. Keine Chance für Nübel im Kasten des S04. Klasse Flanke, mustergültig. Kannst du besser nicht spielen. Und so jetzt insgesamt also 4:1. Ist ein Brett. Aber in FIFA ist alles möglich. Da gab es schon die allerkrummsten Geschichten. Harit. Mit einem Kopfballtreffer wäre zum Beispiel auch so eine Geschichte gewesen. Burgstaller. Eckball für Marco. Rabbi Matondo und Schöpf. Es will einfach nicht sein. Kramaric mit Sebastian Rudi.
der diesen super eröffnenden Pass vorhin gespielt hat. Oh, schöner Übersteiger. Und jetzt die Chance für Marco mit Aminaritz. Und der Player of the Month der Fußball-Bundesliga macht den Ausgleich in diesem Rückspiel. Und so insgesamt nur noch 2 Tore Rückstand. Und wir haben hier noch 45 Minuten virtuelle Spielzeit. Also es wird hier nochmal spannend, aber das ist, würde ich sagen, auch verdient. Marco hat hier im Rückspiel sehr, sehr gut mitgehalten. Beide bisher mit Chancen. So, die letzten Sekunden laufen dann hier in diesem Rückspiel in der ersten Halbzeit dann auch ab. Sollte es übrigens 3:1 ausgehen für Marco, dann würden wir direkt ins Elfmeterschießen gehen. Und jetzt ist also Pause. Es steht 1:1. Ich finde, Marco hat das nicht schlecht gemacht. Also, der hat sich wirklich immer mal wieder ganz gut reinkombiniert. Aber das Tor von Kramaric, das war wirklich sehr, sehr schnell. Also die Flanke super getimed, auch dieser öffnende Ball, da die Übersicht zu behalten. Richtig, richtig stark, muss man schon sagen. Und ja, von daher, wir haben jetzt spannende Voraussetzungen für die zweiten 45 Minuten in diesem Rückspiel. Die beiden werden jetzt auch nochmal natürlich am Personal ein bisschen schrauben. Ich habe da gerade eben schon gesehen, dass Rupp reinkommen wird. Und ja, wir sehen es hier nochmal. Unser schönes Studio. Ah, was denkt ihr? Ihr könnt gerne mal in den Chat schreiben, wer es jetzt am Ende machen wird. Schafft Marco eventuell das Comeback? Ja, natürlich ein Ding. Oder verteidigt Jonas hier seinen Titel? Ist natürlich immer offen für euer Feedback. Und wir gehen rein in die zweite Halbzeit im Rückspiel. Marco jetzt von links nach rechts natürlich weiterhin in den weißen Jerseys. Caligiuri mit Mascarell. Ballverlust. Brennett sehen wir da auf links. Der auch neu reingekommen. Kutucu. Zagisa Damian. Erstmal wieder ein bisschen Sicherheit ins Spiel bringen. Ist immer wichtig. In FIFA, genauso wie im richtigen Fußball. Geiger. Schöne Übersicht fürs Go. Dada Zabek. Gut gemacht. Ja, Marco gerade so ein bisschen zu weit weg vom Gegenspieler. Geht noch nicht in den Zweikampf rein. Oh, McKennie. Halt er jetzt außen mit. Auch er eingewechselt. Burgstaller. Kutucu. Gut gespielt. Über die Seite. Und das ist die Möglichkeit für Aminaritz. Ah, Marco schüttelt mit dem Kopf. Das hätte es doch sein müssen. Er bekommt hier seine Chancen. Mascarell. Kutucu, gut gemacht. Immer wieder auf engstem Raum. Die Passstaffette. Burgstaller, das muss es sein. Das ist es. 2:1. Nur noch ein Tor Rückstand im Gesamtergebnis. Es wird hier richtig spannend. Und es wird noch heißer. Guido Burgstaller verwertet die Top-Möglichkeit. Aber da auch die Nerven zu behalten, auf engstem Raum, da im Strafraum sich die Bälle in den Herzen zu spielen. Allergrößten Respekt an der Stelle. 30 Minuten sind es vielleicht noch knapp, hier für Marco zum Ausgleich zu kommen. Elfmeterschießen wäre natürlich ein Ding. Schauen wir mal. Hat Jonas was entgegenzusetzen? Andrej Kramaric mit Sko. Kjader Zabek. Oh, McKennie. Da gibt's Raum, da gibt's Raum. Haritz, Burgstaller. Gut rausgerückt von Hübner. Nochmal Kramaric.
Marco hat gerade so ein bisschen das Momentum auch zweikampfmäßig auf seiner Seite. Burgstaller, gute Hereingabe. Aminarit, der legt ihn rüber. Ist das Tor für Marco. Wunderschön gespielt. Da nochmal die Übersicht zu behalten. Ahmed Kutucu. Und insgesamt haben wir jetzt die Konstellation, dass es unentschieden steht. Schöner Chipball, Harit im letzten Moment mit der C-Spitze. Spielt er den rüber und Kutucu, der sagt Danke. 3:1 für Marco. Und das Hinspiel, das ging ja auch schon 3:1 für Jonas aus. Also haben wir jetzt hier ganz, ganz spannende Voraussetzungen für die Schlussphase. Wer behält hier die Nerven? Wer behält kühlen Kopf? Jonas mit der Reingabe. Kein Problem für Alex Nübel. Ah, Salif Sané. Da darf er sich nicht den Ball abspitzeln lassen. Harit. Ungewöhnlich. Viele Räume. Er spielt einen schönen offensiven Fußball, der Marco. Und das ist Harit. Und Harit, der hat die Top-Chance. Armin Harit. Das ist der Dreher. Das ist spektakulär, was wir hier sehen. Einen 3:1-Rückstand verwandelt der Marco mal ganz easy in ein 4:3. Unglaublich. Gut, was heißt ganz easy? Er spielt es einfach richtig gut. Er spielt offensiv. Und das wird belohnt. Hervorragende Leistung. Und ich bin gespannt, wie Jonas jetzt offensiv zurückschlagen wird. Der macht jetzt natürlich jetzt auch nochmal Druck. Sehen wir ja auch gerade nochmal in den Taktikeinstellungen. Da werden jetzt die Stürmer auch nochmal dazu berufen, schön auch vorne zu bleiben. Wow. Was für eine Begegnung. Und dann kann es jetzt auch gleich weitergehen. Also, Armin Harit. Er ist der Torschütze. Richtig gute Leistung vom Marokkaner. Gerade eben schon mit der Vorlage. So kann man das auf jeden Fall spielen. Wir sehen richtig viele Tore. Wir sehen sehr schöne Tore. Auch hier der Übersteiger. Vielleicht nochmal so der letzte Feinschliff bei dieser gelungenen Aktion, die dann auch belohnt wird. Schöner Rechtsschuss. Und ja, Guido Burgstaller verlässt das Feld. Schauen wir mal, wer dafür reinkommt. Wird uns gleich oben links angezeigt. Vorher schauen wir auf Jonas. Der braucht jetzt hier den Ausgleich. Und es ist schon wieder Marco, der nach vorne rennt. Mit Caligiuri. Liebe FIFA-Fans, die Schlussviertelstunde in diesem fast schon denkwürdigen TSG-Fan-E-Cup-Finale läuft. Marco aus Bensheim aktuell in Front mit einem Treffer. Er hat das Ding komplett umgedreht. Ganz, ganz großes FIFA-Entertainment. Wir sehen Kutucu, wir sehen Armin Harit. Das ist unglaublich. Was für ein Mentalitätsmonster ist dieser Marco Dembitze. Und das könnte eventuell der Deckel auf dem Topf gewesen sein. Den schiebt er ganz easy ein. 2 Tore in Führung. Und wir haben jetzt ja, wahrscheinlich noch 10 Minuten Zeit. Und Jonas muss nochmal alles riskieren. Totale Angriffsformation. Das bietet natürlich da hinten auch Räume. Schon wieder McKenny. Weston McKenny. 6:1. Richtig gut. Und da bewahrheitet sich vielleicht sogar die These, dass man auf seiner Heimkonsole einfach ein bisschen stärker ist. Da fühlt sich der Marco sichtlich wohler. 6:1, nachdem das Hinspiel 3:1 für Jonas ausging. Aber klar,
Jonas hat natürlich jetzt alles nach vorne geworfen und ein Spieler wie Marco, der macht das dann am Ende halt ganz abgezockt, wie man natürlich in Gamerslang immer so schön sagt. Und jetzt laufen hier die letzten Minuten hinunter. Ich kann euch auch schon mal sagen, dass hinten natürlich in der Pre-Zero Arena auch schon die Vorbereitungen getroffen werden, die ersten Hymnen abgespielt werden. Gleich geht's also los mit 1899 Hoffenheim gegen den FC Schalke 04. Fußball-Bundesliga werdet ihr natürlich auch mitverfolgen. Und wir sind jetzt hier in den letzten Zügen. Es ist ein grandioses Comeback hier gewesen. Und Marco wird dann diesen Sieg wohl mitnehmen. Er wird die Trophäe mit nach Bensheim nehmen. Die letzten Sekunden laufen. Da lässt er nochmal den Ball kursieren. Jonas findet da gar keinen Weg gerade mehr rein. Aber ich glaube, die beiden haben sich arrangiert mit diesem Spiel. Und so ist FIFA dann eben, dass man in den letzten Minuten dann auch mal den Ball laufen lässt. Auch bei einem 3-Tore-Vorsprung. Schön und gut, die Nachspielzeit ist fast vorüber und wir dürfen an dieser Stelle einen Sieger küren. Wenn es sogar nicht noch höher ausgeht. Kutucu. Nein, das war's. Herzlichen Glückwunsch an Marco aus Bensheim. Der holt den Cup. Hier gibt es das freundschaftliche Handshake noch einmal. Also das war wirklich eine Energieleistung. Wir sehen es bei den beiden. Die sind natürlich voll geschwitzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch komplett voll geschwitzt. Aber das liegt an diesem Container hier, den wir unter dem Dach des Stadions haben. Das war's also mit dem TSG E-Fan-Cup-Finale. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielleicht können wir dem Marco auch nochmal seine Trophäe hier überreichen. Marco, schnapp dir doch einfach nochmal die Trophäe. Schnapp dir das Ding, damit das die Zuschauer auch nochmal sehen. Sehr, sehr schön. Einmal umdrehen, damit die Zuschauer sehen. Die Kamera ist da oben. Perfekt. So, einmal reinlächeln und winken. Sehr schön. Ja, verdient würde ich sagen am Ende. Die Heimkonsole, die hat sich ausgezahlt. Das war eine richtig gute Leistung. Ein megamäßiges Comeback, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, es lohnt sich einfach mal hier teilzunehmen. Wie gesagt, alle Informationen sind auf unserer Website 1899.de und uns würde es natürlich sehr, sehr freuen, falls ihr hier euch auch mal qualifizieren solltet. Und ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns jetzt erstmal hier aus dem Studio und wünsche euch ein hammermäßiges Spiel jetzt gleich mit 1899 Hoffenheim gegen den FC Schalke 04 und hoffe natürlich, dass die TSG das erfolgreich bestreitet. Bis zum nächsten Mal, euer Gordon.